Leute, herzlich willkommen in Baujahr 78 Television. Und ihr seht es schon, heute geht es wieder um ein Stromaggregat. Das ist das dritte, was ich jetzt auf meinem Kanal vorstelle. Dazu geht erst einmal ein fettes Dankeschön an Markus raus, der mir das Stromaggregat zur Verfügung gestellt hat für dieses Video. Also das ist nicht meins, das gehört einem Kumpel. Und das werde ich euch heute vorstellen. Es geht ums DenQBar 2100. Besser gesagt, DQ 2100. Das hat ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen anders aufgebaut wie die Stromerzeuger, die wo ich euch bis jetzt vorgestellt habe. Ich habe euch das Honda, das EU10i vorgestellt und das Scheppach habe ich euch vorgestellt. Ja, das ist von der Qualität her sehr gut, muss ich sagen. Dieses Stromaggregat hätte ich auch damals vor meinem Honda ins Auge gefasst gehabt, aber leider war das damals nicht lieferbar. Es ist ebenfalls reine, saubere Sinusleistung, maximal 2100 Watt. Ich spreche hier immer von der Maximalleistung. Wir werden wieder einen Test machen. Wir werden wieder mal schauen, wie laut ist das Teil. Das mal aber ein bisschen anders. Das machen wir mit einem Dezibelmesser, weil es auf dem Video eben nicht so gut rüberkommt, die Lautstärke mit dem Mikrofon und so weiter und so fort. Ja, wir schauen uns das Notstromaggregat mal im Einzelnen an. Ja, im aktuellen Weltgeschehen ist man natürlich immer ein bisschen auf der Suche, wenn irgendwas wäre, wie könnte ich dann meinen Haushalt bzw. ein paar Geräte zumindest für meinen Haushalt mit Notstrom versorgen, und da haben natürlich diese Teile optimal gedacht dafür. Jetzt hatte ich vorher schon, schauen wir uns einmal dieses Gerät im Detail an, dann sage ich einmal ein bisschen was dazu. So, der Lieferumfang, was ist denn alles dabei bei dem Stromaggregat? Erstens schon mal Stromaggregat selber, das ist ja klar. Dann habt ihr hier nochmal eine kleine Tasche mit dabei, da wo sich ein Zündkerzenschlüssel mit drin befindet. Ja, ein Ring, ein Schraubenschlüssel bzw. ein Schlüssel halt und einmal ein Schraubenzieher. Ja, den kann man wechseln, hinten Kreuz, vorne Längs, Schlitz. Also ein ganz kleiner Werkzeugsatz dabei, war bei meinen anderen Aggregaten jetzt nicht mit dabei. Zumindest nicht beim Honda. Dann habt ihr nochmal hier, ich glaube, das gehört zum Batterieladen, ein Zusatzkabel mit dabei und natürlich die Anleitung. Ja? Also diese drei Sachen sind mit dabei. Wie gesagt, vier mit dem Notstromaggregat selber. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. So, das ist jetzt hier das Frontpanel von dem Stromaggregat. Unterscheidet sich bei dem, dass das hier ein Display hat. Das haben meine anderen zwei Aggregate, das Scheppach und das Honda EU10i, nicht gehabt. Finde ich für eine super Sache, kommen wir dann später nochmal drauf auf das Display. Habt ihr hier direkt im Display eine Ölmangelanzeige, wird euch also hier angezeigt, wenn es zu wenig Öl im System wäre. Dann habt ihr einen DC, einen 12 Volt Anschluss. Dann habt ihr hier einmal eine Sicherung drin, wenn die rausspringt, kann man die also wieder hier resetten, reindrücken. Hier haben wir den Eco-Schalter, kann man also quasi an- und ausschalten. Das heißt, wenn er ausgeschaltet ist, hat das Notstromaggregat die maximale Drehzahl. Und wenn er eingeschaltet ist, fällt die Drehzahl ab. Es ist also ein ruhiger und wird nur dann erhöht, die Drehzahl, wenn dann eben mehr Last benötigt wird. Hier haben wir auch eine Sache, was ich finde, das ist super gelöst bei der Firma DenQBar. Habt ihr hier mal den Zündunterbrecher und Kraftstoffzufuhr. Seht ihr, hier ist ausgeschaltet. Ja, das wäre jetzt hier die Betriebsstellung. Und bei sehr kalten Temperaturen, wie wir es aktuell haben, kann man dann hier nur einen Choke einschalten. Ja. Hier habt ihr dann einen USB-Anschluss. Ihr könnt ja quasi Handy oder irgendwelche Sachen laden, die halt quasi USB betrieben haben. Jeder kennt die Stecker, die wo dann quasi in den kleinen Adapter reinkommen. Also hier einfach euer Handy-Ladekabel einstecken und dann könnt ihr euer Handy aufladen. Das sind die Parallel Outlets. Ich glaube, das gehört dafür, damit man zwei Notstromaggregate zusammenschließt. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und hier habt ihr dann euren typischen Anschluss für eure Geräte. Ja. Ganz normale Steckdose, wo ihr dann eure Sachen anschließen könnt. Ich werde danach wieder mal meinen berühmten Föhn anschließen, vielleicht einmal nur ein anderes Gerät, dass ich euch das einmal alles zeigen kann. Also wie gesagt, alles sehr, sehr übersichtlich angeordnet. Von der Materialanmutung muss ich sagen, ist auch wirklich sehr gut, sind sie im Endeffekt alle gleich. Top, also mir sehr gut gefällt, das ist hier das Display. Ich habe das Gerät davor schon mal laufen lassen. Ist eine super Sache. Bekommt man also einige Sachen rein, die zeige ich euch aber dann. Ja, das war es eigentlich schon zum Frontpanel. Hier gibt es also nichts zum Aufschrauben. Also der Benutzer bzw. der Besitzer muss hier nichts auf- oder rumschrauben. Ich zeige euch jetzt einmal nur die Wartungsklappen und was sich dahinter befindet. So, hier seht ihr jetzt die Seitenverkleidung von diesem Notstromaggregat bzw. Stromaggregat abgenommen. Das ist ein bisschen anders wie beim Honda. Das Honda hat da diverse Wartungsklappen. Bei dem Aggregat gibt es hier drei Schrauben und dann könnt ihr die Seitenverkleidung runterklappen. Das ist dann auch interessant für einen Zündkerzenwechsel, für einen Luftfilterwechsel, der wo sich hier drin befindet,
und so weiter. Also wenn ihr irgendwas zu machen habt, dann müsst ihr die Seitenverkleidung abnehmen. Die ist hiermit zu stopfen, einfach angeklickt und dann festgeschraubt. Man kann auch hier sehen, die Schrauben sind sauber im Plastik versenkt. Da braucht es also auch keine Angst haben, dass da irgendwas ausfurzen würde, wenn ihr hier öfter mal was macht. Ihr seht also hier den Öl-Einfüllstutz, wenn man so sagt. Es wird ebenfalls wieder aufgefüllt, bis es hier an der Kante steht. Das ist also nichts zu sagen. Das muss man übrigens machen, wenn das Aggregat neu ist, immer erst Öl auffüllen, bevor ihr das erste Mal startet. Hier oben seht ihr die Zündkerze. Um die Zündkerze rauszuschrauben, ist hier oben im Gehäuse ein Deckel, ein kleiner Gummipropfen. Den müsst ihr quasi rausmachen und dann könnt ihr von oben mit euren Zündkerzenschlüssel reingehen und die Kerze wechseln. Hier seht ihr den Zündkerzenstecker. Hier drunter befindet sich der Luftfilter. Den sollte man auch, also je nach Benutzung, ab und zu mal ausbauen. Ich empfehle immer bei diesen Dinger das Motul, glaube ich, heißt es. Das ist so ein Luftfilteröl, den sauber in Seifenlage auswaschen und dann leicht mit Luftfilteröl benetzen. Aber das ist sowieso werkseitig schon erledigt. Ihr braucht es erst einmal am Anfang gar nichts machen. Ihr könnt es erst einmal längere Zeit laufen lassen. Die Betriebsstunden werden euch dann auch übrigens vorne am Display angezeigt. Ja? Also das ist nichts Spektakuläres. Das Innenleben ist halt ein Motor mit der Einheit zur Stromerzeugung. Hinten befindet sich da drin das Abgassystem bzw. der Auspuff. Und wichtig ist für euch eigentlich nur der Luftfilter, hier der Öleinfüllstutzen. Für das Öleinfüllen müsst ihr nicht das ganze Teil hier abbauen. Da reicht es. Hier ist eine Wartungsklappe drin. Zeige ich euch jetzt dann gleich nochmal. Ja, eigentlich braucht es ihr. Ich würde es nur dann runterbauen, wenn ihr hier die Kerze wechseln müsst, weil es einfach besser hinkommt. Ja, zum Thema Ölwechsel. Warte mal kurz. Habe ich euch gerade gezeigt gehabt, müsst ihr natürlich nicht die ganze Verkleidung da abnehmen. Hier habt ihr da unten nochmal eine kleine Wartungsklappe, wo ihr dann hier Zugriff auf den Öleinfülltaster habt. Den macht ihr, seht ihr, das ist die Wartungsklappe, ganz einfach hier zu. Ist natürlich auch alles gedämmt, Geräuschdämmen so zumachen. Und wichtig ist, immer einen Schraubenzieher mit großer Klinge hernehmen, dann hier nur leicht einmal das Ganze festdrehen. Dann ist es zu. Ja. Ich nehme also immer bewusst Schraubenzieher mit großer Klinge, dass ich da nichts ausfotze. Ja. So haben wir es angewöhnt, wenn ich an so Geräten arbeite, wo Plastikteile und so weiter und so fort sind. Also wie gesagt, Ölwechsel und Öl einfüllen hier durch diese Klappe, da braucht ihr ja nicht die ganze Abdeckung hier abnehmen. So, wir schauen jetzt direkt von oben auf das Stromaggregat drauf und ihr seht da oben so ein kleines Sichtfenster. Das da hier, das ist eine Kraftstofffüllstandsanzeige. Super Sache, muss ich sagen. Somit seht ihr nämlich hier immer, wie viel Kraftstoff habe ich noch im Gerät. Und müsst da nicht immer den Tankdeckel aufschrauben und reinschauen und rummessen und Zeichen und Klump. Nein, hier seht ihr es mit einem Blick, ist ungefähr halb voll, das Aggregat. Also da muss ich sagen, das ist einmal eine super Sache, was meine anderen Geräte, wo ich bis jetzt vorgestellt habe, noch nicht gehabt haben. Ja? Also hier die Kraftstofffüllstandsanzeige. Tolle Sache. Weiterer Blick aufs Gerät von oben, seht ihr hier nochmal einen Gummipuffer bzw. Stöpsel. Wenn man da hindruckt, dann merkt man, da geht es runter. Das wäre dann der Stöpsel, wo ihr letztendlich bei einem Zündkerzentausch eure Kerze rausholen würdet. Ja, ihr drückt quasi den Stöpsel raus, dann könnt ihr mit eurem Zündkerzenschlüssel genau da reingehen und darunter die Zündkerze rausholen. Aber wie gesagt, ihr müsst sowieso die Abdeckung darunter machen, dass ihr einen Zündkerzenstecker runterziehen könnt. Also wenn ihr eine Zündkerze wechseln wollt, müsst ihr den Propfen hier entfernen und den seitlichen Deckel abschrauben. Es sind bloß drei Schrauben, es ist überhaupt kein Akt nicht. Dann kommt ihr an eure Zündkerze. Und zugleich könnt ihr hier gleich nochmal die Kraftstoffanzeige ablesen. Ja, Kraftstoffeinfüllung identisch wie bei den anderen zwei Aggregaten, wo ich euch vorgestellt habe. Ihr habt hier einmal einen kleinen Sieb mit drin. Hier füllt ihr quasi euren Kraftstoff ein. Auch der Besitzer von Denotschka verwendet hier nur Aspen. Viertakt, ganz klar. Das ist das, was ich ihm empfehle. Muss auch jeder selber entscheiden. Wenn er will, dass zum Beispiel ein Wohnmobil oder ein Campingbus nicht nach Benzin stinkt, dann empfehle ich Aspenbenzin. Und wenn es einem einfach egal ist, dann kann er halt normales Benzin vor der Tankstelle reinmachen. Ihr seht ja hier drauf wieder die zwei Stellungen, On und Off. Das ist die Belüftungsstellung für den Tank. Vor dem Starten müsst ihr natürlich hier die Belüftung anstellen, dass Luft in den Tank kann. Und das ist dann in der Stellung On und ganz klar Stellung Off. Dann wird kein Kraftstoff mehr gefördert. Ich, wie gesagt, handhabe das immer so, ungefähr 3 bis 4 Minuten, bevor ich das Aggregat ausschalte, stelle ich bereits diese Stellung auf Off. Ja, dann leert sich der Vergaser ein bisschen und das Notstromaggregat springt dann quasi beim nächsten Start schneller an. Das ist aber nur ein Tipp. Das ist meine Verhaltensweise, hat sich in der Vergangenheit bei meinen ganzen Motoren, Zweitaktmotoren so bewährt. Das wollte ich euch bloß nochmal dazu gesagt haben.
So, die andere Seite vom Gerät, seht ihr hier nochmal eine Plakette, wo die ganzen Leistungsdaten draufstehen, hat tatsächlich 22 Kilogramm das Gerät. Also das ist schon ein ziemlicher Prügel, muss ich sagen. Ich habe das ja gerade beim Hertragen gemerkt, ist also nicht gerade ein Leichtgewicht. Und hier seht ihr dann nochmal die ganzen Leistungsdaten aufgeschrieben. Ja, und natürlich das Wichtigste hier, der Seilzugstarter, logisch. Irgendwie muss man sie anlassen. Es gibt auch Versionen von Denkyobar, die wo einen Elektrostarter haben, sprich, da startet man quasi vorne mit einem Schlüssel, wie man es beim PKW auch macht. Hat das jetzt nicht, muss ich aber sagen, braucht man auch nicht, denn dieser Elektrostarter hat dann quasi wieder eine interne Batterie und dann muss man sich auch da wieder um die Batteriewartung kümmern. Finde ich bei Stromaggregaten eher, naja, für einen Nachteil. Und das ist natürlich auch wieder eine Gewichtssache. Ich bin immer noch der Fan vom klassischen Seilzugstarter und ich glaube, in der Notsituation wird jeder in Lage sein, dass er hier quasi so ein Gerät mit so einem Seilzugstarter startet. Ja? Das war es eigentlich. Auch hier habt ihr nochmal eine Klappe, die könntet ihr abmachen mit drei Schrauben. Moment, ich zoome nochmal kurz raus, dass ihr das ein bisschen besser seht. Hier ist quasi die Wartungsklappe, da haben da oben nochmal drei Schrauben rüber. Und dann könnt ihr jetzt die auch runterklappen und habt dann quasi Zugang zur Abgasanlage. Ne? Also wahrscheinlich wird da nie einer von euch hin müssen, aber bloß zur Information, ihr könnt es auch mit drei Schrauben aufmachen, könnt es dann das der Seite wegklappen und dann habt ihr quasi Zugang zur anderen Seite des Innenlebens. Ja? Das war es jetzt einmal eigentlich von der Optik, vom, das fällt da hinten der Schraubenzieher runter, vom Äußeren. Zeige ich euch mal kurz die Heckseite. Ja, hier habt ihr jetzt hier die Heckansicht von dem Notstromaggregat, schaut ebenfalls identisch aus wie von den anderen. Hier seht ihr auch noch ein kleiner Filter drin, der wo quasi das Ablassgeräusch noch einmal ein bisschen reduzieren will. Und es ist, ich persönlich muss sagen, ich finde, dass dieses Notstromaggregat das leiseste ist von den anderen zwei, wo ich vorgestellt habe. Vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber ich habe das mal kurz laufen lassen. Mir kommt das schon wirklich sehr leise vor. Es steht ja oben auf dem Gehäuse drauf 92 Dezibel, aber ich muss sagen, mir kommt es wirklich sehr leise vor. Vielleicht ist es besser gedämmt als damals das Honda. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch so eine Einbildung sein. So Leute, jetzt sind wir hier draußen und ich habe jetzt hier mal wieder meinen berühmten Föhn mit dabei. Ja. 2200 Watt und hier nochmal so eine Tigersäge mit 1000 Watt. Jetzt lassen wir erst einmal das ganze Teil an. Ich habe jetzt kein externes Mikrofon mit dabei, weil die Geräte hören sich ja sowieso irgendwo gleich an und man kann das sowieso über Mikrofon nicht richtig einschätzen, wie es sich in Wirklichkeit dann anhört. Ich habe jetzt hier einmal ein Dezibelmesser mit dabei, also natürlich auf dem Handy drauf. Den starten wir jetzt einmal weg. Da schauen wir jetzt einmal, was wir jetzt haben. So, jetzt schaut es mal her. Wir haben es jetzt hier heraus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, wenn es ganz ruhig ist und wenn ihr nichts redet. Also 30 Dezibel um den Dreh. Ich lasse jetzt einmal das Notstromaggregat an. Also wie gesagt, hier oben Belüftungsschalter aus. Dann hier machen wir einmal kurz einen Choke rein, weil wir es ja zum ersten Mal starten. Springt da sofort an, deswegen Choke wieder raus. So, Stromaggregat läuft jetzt in der Eco-Stellung. Wir sehen jetzt hier bereits erst das Display. Unten werden euch die Betriebsstunden angezeigt, Hertz und Volt. Jetzt schauen wir mal für eine Entfernung von ca. 1 Meter. Was wir haben, das ist ungefähr 1 Meter weg, da haben wir jetzt um die 60 Dezibel. Jetzt gehen wir mal weiter weg, so circa 10 Meter. So, jetzt haben wir um die 10 Meter knapp vom Notstromaggregat weg. Jetzt schauen wir nochmal aufs Handy. Also um die 40 Dezibel haben wir da jetzt noch in der Eco-Stellung. Jetzt gehen wir mal wieder ran und schalten wir mal die Eco aus, sprich gehen wir mal auf die maximale Drehzahl. So, jetzt schalten wir mal hier den Eco-Schalter aus, das sprich das Notstromaggregat geht dann auf seine maximale Drehzahlleistung. So, jetzt läuft es auf Maximalgas, jetzt schauen wir uns aber nochmal hier in einem Meter Entfernung an. So knapp 60 Dezibel, gehen wir mal wieder weg auf 10 Meter. So, jetzt haben wir in einer Entfernung von ja, so knapp 10 Metern maximale Leistung, sprich der Eco-Schalter ist ausgeschalten. Ja, so knapp 50 dB. Also ich würde sagen, das geht. Da kann man jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. So, jetzt haben wir hier mit Eco-Stellung. Ich stecke hier wieder meinen berühmten Föhn ans Gerät. Schaut man mal kurz ein. So, jetzt ist es quasi so, wenn das Gerät mehr Leistung braucht, fährt die Drehzahl automatisch hoch.
sehen wir also hier wieder ein paar Stufen. Ich schalte mir hier die maximale Heizstufe und maximale Föhnleistung. Sieht man, da bricht er deutlich ein. Sieht man auch teilweise hier schon ein bisschen die Überlastanzeige. Jetzt holt er sich aber maximale Leistung ab. Merkt man, die Drehzahl steigt hoch. Und auch hier bei dem Gerät kein Problem. Hat ein bisschen länger gedauert, bis er quasi sich seinen Strom holt. Aber funktioniert ebenfalls top. 2200 Watt. Kein Problem. Schalten wir mal eine Heizstufe runter. Dann sieht man gleich, dann entlastet er gleich wieder. Heizstufe komplett weg. Ja, kann man immer die Aromrätsche sehen. Ja. Aber deutlich, wie die Voltanzeige hochschnallt. Dann schaltet man den Föhn mal aus. Ja, und dann nimmt er quasi gar nichts mehr, ist ganz klar. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Eco-Stufe. Jetzt schalten wir mal das ganze Versuch, machen wir jetzt nochmal in der maximalen Leistungsstufe. Jetzt läuft er sowieso auf maximal, schalten wir den Föhn mal ein. Dann sieht man, sackt er wieder kurz zusammen. Und auch dann hier kein Problem. Sieht man also oben, die maximale Leistung wird abgerufen. So, das gleiche zeige ich jetzt einmal das Display im Vergleich von näher. So, ihr seht das hier, das Display. Wir haben jetzt in maximaler Leistung, also nicht am Eco-Modus. Ich habe meinen Föhn wieder alle Betriebsarten auf Maximum und schalten wir es einmal ein. Das maximale Stufe vom Föhn funktioniert also ohne Probleme. Sieht man aber, er geht auch hier teilweise schon wieder in die Überlastanzeige rein, was aber normal ist. Schaut man wieder ab, fällt es dann gleich wieder zusammen. So, also man kann sehen, Föhn kein Problem, kann man jederzeit betreiben. So, zum guten Schluss, Föhn weg. Dann hängen wir mal hier unseren Fuchsschwanz ohne und schauen wir mal, was der so bringt. So, schauen wir mal. Also geht super, perfekt. Da bricht also auf dem Aggregat ja gar nichts zusammen. Schalten wir mal runter auf den Eco-Modus. Kann man sehen, überhaupt kein Problem. Das war jetzt zum Beispiel für einen Ernstfall, was weiß ich, wenn irgendeine Gefahrensituation wäre, wo man jetzt nicht mehr an einen Hausstrom ohne kommt und man braucht jetzt zum Beispiel so eine Säge hier zum Holzschneiden, kein Problem. Maximale Stufe von der Säge. Packt es also locker. Ja, ihr habt es also gesehen, diese zwei Geräte bis 2200 Watt packt, soll man natürlich nicht dauerhaft betreiben, so einen Föhn. Aber das ist kein Problem für dieses Notstromaggregat. So, und jetzt kommt nochmal der Vergleich. Jetzt laden wir nochmal mit diesem DenQBar 2100, laden wir nochmal die Batterien für unser Wohnmobil. Wir stecken quasi, verbinden quasi wie das Notstromaggregat mit der Landstromdose vom Wohnmobil, starten das und dann schauen wir drinnen mal rein, was reingeht, und vor allen Dingen schauen wir mal auf das Display fahren, was das Ding so braucht. Die Batterien sind jetzt ungefähr ja fast voll, dürfte aber einiges reingehen. Schauen wir einfach mal. Wichtig ist nur eins vorneweg, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ihr müsst immer erst euer Notstromaggregat starten und dürft erst dann die Verbraucher mit dem Notstromaggregat verbinden. Also nicht erst einstecken, nicht erst alles zusammenschließen und dann das Aggregat starten. Nein, da könnt ihr es kaputt machen. Einfach erst starten, ein bisschen laufen lassen und dann quasi verbinden. Das machen wir jetzt einmal. So, wieder unseren Kraftstoff auf. Zündung ein. Startet also sofort weg. Wir bleiben jetzt hier in dem Saal auf dem Eco-Modus. Steckt man hier an. So, jetzt ist quasi Verbindung hergestellt. So, ihr könnt sehen, das Notstromaggregat ist jetzt verbunden mit dem Wohnmobil über die Landstromdose. Jetzt schauen wir mal rein. Jetzt schauen wir erst mal aufs Display vom Wohnmobil, was abgerufen wird. Also man sieht jetzt hier am oberen Balken überhaupt nichts. Das ist also sehr, sehr wenig. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Wohnmobil einfach auch nicht ganz leer ist. Hier gehen wir mal innen rein und schauen mal aufs innere Panel. So, jetzt sind wir innen drin am Panel. Man sieht, das Aggregat lädt gerade mit 2,1 Ampere rein. Funktioniert also ebenfalls super, damit ihr mit diesem Notstromaggregat oder Stromgenerator euer Wohnmobil aufladet, als Update dabei habt, wenn ihr längere Urlaubsreisen antretet. Vielleicht bei der Ladebus oder irgendwas kaputt geht oder vielleicht auch die ganze, keine Ahnung, auf jeden Fall, es funktioniert hervorragend, wie ihr es selber seht. Hier zum Beispiel nochmal ein weiteres Anwendungsgebiet,
E-Roller-Laden, E-Scooter-Laden, wenn man irgendwo ist und hat man keine Reserve mehr und hat man so ein Teil dabei, kann man auch jederzeit seinen E-Scooter laden. Mein Ninebot, der hängt jetzt gerade dran. Ihr seht auch, das hier ist alles gar kein Problem nicht. Das ist natürlich klar, das ist natürlich jetzt kein Labortest, was ich euch zeige. Es ist bloß einmal so ein kleiner Praxistest. Und da kann ich dieses Notstromaggregat von Denkbar auf jeden Fall wärmstens empfehlen. So, das war's jetzt zur Vorstellung von Denkubar DQ 2100. Ein weiteres Notstromaggregat, was man für den Haushalts- und Campinggebrauch auf jeden Fall super verwenden kann. Gerade jetzt in den Zeiten, in den unsicheren Zeiten, muss ich schon sagen, jeder merkt es mit dem Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort, werden sich mit Sicherheit einige fragen, ja, wie kann ich im Ernstfall gewisse Geräte oder Teile von meinem Haus mit Strom versorgen? Und da kann man so ein Gerät, also ich bin beruhigt, wenn man so ein Gerät im Schuppen stehen hat, wenn es denn der Fall wäre, dass man dann eins verwenden kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonnieren, kommentieren, wichtig, Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Gerät oder irgendwas, dann einfach unter das Video. Ciao, bis zum nächsten Video.